Das Yoga Vidya Sanskrit Audio Video Lexikon und Wörterbuch. Eine Einführung. Ja, Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Einführungsvortrag zur Yoga Vidya Audio Video Sanskrit Lexikon und Wörterbuch Serie. Ja, mein Name ist Sukadev Bretz, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Und wir haben schon bei Yoga Vidya ein umfangreiches Sanskrit-Lexikon. Du findest dieses auf wiki.yoga-vidya.de. Dort sind schon alle wichtigen Sanskrit-Begriffe definiert und eine Erläuterung vom Standpunkt des Yoga drauf. Das soll jetzt ergänzt werden durch Audio- und Videovorträge rund um die verschiedenen Sanskrit-Ausdrücke. Ich habe mir 1500 Begriffe ausgesucht, über die ich jeweils einen kurzen Videovortrag bzw. Audiovortrag geben werde. Du wirst diese Vorträge hören, zum einen auf dem YouTube-Kanal Yoga Vidya Vortrag. Du wirst diese Audios bzw. die Videos auch finden auf mein.yoga-vidya.de und eben auf wiki.yoga-vidya.de. Diese Vorträge wird es auch als Audiodateien geben und so werden wir auch im Blog auch darauf hinweisen, wann diese zur Verfügung stehen. Diese Videovorträge haben verschiedene Zwecke. Zum einen diejenigen, die ernsthaft am Yoga interessiert sind und vielleicht die klassische Yoga-Literatur lesen auf Englisch oder Deutsch, finden immer wieder Sanskrit-Ausdrücke. Indem du dieser Serie folgst, wirst du ein großes Wissen bekommen über die wichtigsten Yoga-Begriffe. Zum Zweiten, diejenigen, die bei Yoga Vidya eine Yogalehrerausbildung mitmachen, die stoßen immer wieder auf verschiedene Sanskrit-Ausdrücke, sowohl während der Ausbildung wie auch bei der Begleitliteratur. Und diese Yoga Vidya Videoreihe und Audioreihe gibt ein umfangreiches Wissen über diese verschiedenen Yoga-Begriffe. Und als Drittes sind diese Vorträge keine akademischen Vorträge, sind nicht reine Wortdefinitionen und Lexika-Einträge, sondern es sollen auch inspirierende Vorträge sein. Vorträge, die dir auch Hilfe geben auf deinem Yoga-Weg. Denn jeder Sanskrit-Ausdruck hat ja eine spirituelle Bedeutung, eine psychologische Bedeutung, eine gesundheitliche Bedeutung, eine Bedeutung für die Ethik und für deine Meditation. So werde ich für jeden dieser Begriffe eine kurze Erläuterung des Begriffes geben, die wörtliche Bedeutung, die Verwendung dieses Begriffes und dann auch etwas zur spirituellen Bedeutung. Also wenn ich zum Beispiel über Ahimsa sprechen werde, das ist zum einen nicht verletzen und das ist aus dem Yoga Sutra und in anderen Schriften. Und dann gebe ich auch ein paar Tipps, wie du Ahimsa umsetzen kannst im Alltag. Da wird manchmal praktische Tipps, manchmal eine Meditation angeleitet, manchmal eine kleine Übung und manchmal auch ein paar Aspekte, wie du es im Alltag umsetzen kannst. Das also zu dieser Yoga Vidya Sanskrit Audio Video Lexikon Reihe, Wörterbuch Reihe. Ja, wenn du Fragen hast, dann kannst du ja sowohl auf Wiki, da kannst du sowohl im YouTube-Kanal, wie auch wo auch immer du diese Vorträge findest, auch eine Frage stellen. Oder du kannst auch einen Eintrag machen auf dem Forum. Du gib einfach in Google ein Yoga Vidya Forum und da kannst du auch Fragen dazu stellen. Ja, wenn du diese Vorträge nicht einen nach dem anderen haben willst, sondern wenn du konkret nach einem Vortrag suchen willst, dann geh einfach auf unser Wiki. In diesem Wiki, wiki.yoga-vidya.de, kannst du jeden wichtigen Sanskrit-Begriff finden, der im Yoga verwendet wird oder im Vedanta oder eben auch im Hinduismus, in indischer Philosophie, Spiritualität, indischer Kunst. Und sollte dir jemals etwas fehlen und du etwas nicht findest, dann schick einfach eine Mail an wiki@yoga-vidya.de. So wirst du, werden wir dafür sorgen, dass dazu schnellst ein Eintrag erscheint. Und im Lauf der nächsten Monate werden wir diese 1500 Videos aufnehmen und in YouTube stellen, meinyogavidya.de und eben auch ins Wiki. Ja, wenn du mithelfen willst beim Wiki, dann kannst du dich auch wenden an wiki@yoga-vidya.de. Vielleicht willst du ja den ein oder anderen Eintrag ergänzen mit deinem eigenen Wissen oder mit einer eigenen Übungsanleitung.
Und wenn du das Wissen vertiefen willst, dann komm eben zu Yoga Vidya. Und dort gibt es Yogalehrerausbildung, Yogalehrerweiterbildungen, Yoga-Seminare. Und du kannst auch Teil einer spirituellen Ashram-Lebensgemeinschaft werden für ein paar Tage, Wochen, Jahre oder auch länger. Okay, das war's für heute. Es stehen ja schon ein paar Videos im Netz. Dies ist jetzt wie ein nachgeholter Vortrag für die Videoreihe. Und für die Audioreihe ist es der Einführungsvortrag, sodass demnächst, vielleicht schon heute, das erste Audio im Internet steht, für das Yoga-Vidya-Audio-Lexikon zum Thema Sanskrit und Spiritualität.